Seit 2005 wählt der Botanische Sondergarten in Hamburg-Wandsbek die Giftpflanze des Jahres. Und nachdem 2022 mit der Kartoffel schon eine Nutzpflanze als Giftpflanze gekürt wurde, hat es dieses Jahr auch wieder eine sehr beliebte Nutz- und Speisepflanze getroffen, nämlich die Petersilie. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal las, dachte ich mir, was für ein Quatsch. Aber dann habe ich mich erinnert, zu welcher Pflanzenfamilie, also den Doldenblütlern, Petersilie gehört. Und dazu gehören auch extrem giftige Pflanzen wie der Wasserscherling. Also, worum geht es hier überhaupt? Es geht hauptsächlich um den Stoff Apiol. Das ist ein Phenylpropanoid und das kann von allergischen Reaktionen bis Darm, Magen und Unterleibskrämpfen bei hohen Dosen sogar Nieren- und Leberschäden hervorrufen. Die entscheidende Frage ist jetzt allerdings, ab wann ist Apiol in Petersilie ein Problem? Denn in geringen Mengen ist es eh immer in der Pflanze enthalten und für gesunde Menschen auch eigentlich absolut gar kein Problem. Schwangeren Frauen wird schon mal davon abgeraten, Petersilien oder auch Petersilienwurzeln in größeren Mengen zu verzehren. Aber wie gesagt, allgemein gar kein Problem. Apiol in bedenklichen Dosen tritt erst dann auf, wenn die Pflanze anfängt zu blühen. Und das ist sowieso meistens erst im zweiten Standjahr, also wenn die Pflanze es geschafft hat, den Winter zu überleben, was in einem milden Winter auch gar nicht mal so selten ist. Ich setze zum Beispiel darauf, dass meine Petersilienpflanzen den Winter überleben. Man kann das auch abdecken, um die Wurzel zu schützen. Und dann kommt das im Frühjahr nochmal. Und solange die Pflanze nicht blüht, kann man die Blätter ohne Probleme essen. Besonders viel Apiol ist hinterher in dem Samen, den soll man sowieso nicht mit essen, aber wie gesagt auch in den Stängel und dann in den Blättern. Die Frage ist jetzt natürlich, soll man die Pflanzen entfernen, sobald sie anfangen zu blühen? Ich sag mal ja, wenn ihr den Platz im Beet braucht, weg damit. Aber ihr könnt die natürlich blühen lassen, um hinterher den Samen zu ernten, um den dann wieder neu auszusäen. Also Entwarnung, Petersilie ist sehr gesund und ich werde sie auch dieses Jahr wieder in großen Mengen in meinem Garten anbauen. Und wenn ihr da einmal ein extra Video, also über den Anbau von Petersilie, von der Aussaat bis zur Ernte haben wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Generell finde ich es sehr gut, dass so alltägliche Nutzpflanzen auch mal als Giftpflanze des Jahres gekürt werden. Hilft das Ganze so ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen wieder zurückzubringen. Und wenn Leute dann nur die Überschriften überfliegen, sowas wie giftige Petersilie, dann nicht weiterlesen, keine Petersilie mehr essen, dann muss ich echt sagen, ja, selber schuld. Auch 2023 ist es nicht damit getan, nur Überschriften zu lesen. Ich bekomme zum Beispiel noch jedes Jahr etliche Anfragen, sind ausgesäte Zucchini nicht giftig? Da ist doch mal jemand dran gestorben. Und ja, da ist mal jemand dran gestorben. Was aber dann gerne vergessen wird, ist, dass derjenige das Saatgut selber genommen hat von Pflanzen aus dem Vorjahr und da hatte sich wohl ein Zierkürbis, ein giftiger, eingekreuzt und was ich gar nicht verstehen kann, er hat die Pflanze aufgegessen, obwohl die extrem bitter gewesen sein muss. Allgemein gibt es halt viele giftige Nutzpflanzen. Die meisten wissen, grüne, also unreife Tomaten sind giftig, Kartoffeln, die durch Sonnenlicht grün werden, giftig oder rohe grüne Bohnen. Und auch vorsichtig bei Wild- und Heilpflanzen, wenn ihr euch nicht damit auskennt. Erstmal die Bestimmung sollte sicher sein und dann natürlich auch die Dosierung. Ich meine, man geht ja jetzt auch nicht einfach in den Wald, ohne sich auszukennen und isst jeden Pilz, den man da findet. Und das war es jetzt auch schon mit diesem kurzen Video. Also keine Angst vor Petersilie. Informiert euch einfach ein bisschen und hat euch das Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, abonniert sehr gerne diesen Kanal und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.